Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch mit uns. Hi. Hi. Ich bin immer noch in Köln und es ist schon um eins, glaube ich, ne? Ja, es ist eins. Und der Zug geht relativ spät und ich habe es nicht geschafft, einen Kaffeeklatsch vorzudrehen. Aber ich will euch noch nicht hängen lassen, deswegen werde ich dieses Video wahrscheinlich sofort online stellen. Online, online. Durchgehend online. Wenn ich dann nach Hause komme. Also werdet ihr es spät kriegen, aber immerhin sowas Kleines wie ein Kaffeeklatsch. Mein Pony sieht geil aus. Das ist Jerry von Jerrys Blog. Den müsst ihr unbedingt mal angucken, weil der ist ganz toll. Der gehört zur Herde und wir hatten echt schöne, schöne Videodays, finde ich. Also, wir sind heute beide, das sieht man vielleicht auch, also dir weniger als mir, aber wir sind alle so fertig. Wir konnten nicht mehr nett sein, Mona und Lucy auch nicht, die gehörten auch zu unserer Reisegruppe. Reisegruppe Sonnenschein. Sie sind aber schon losgefahren nach Hamburg und wir hängen jetzt hier noch bis 14.30 Uhr. Jerry ist so nett und hat sich einen Zug rausgesucht, der extra fährt mit meinem, weil ich sonst hier voll allein gehangen hätte. Ja, und die Videodays waren surreal. Ich habe heute Morgen schon versucht, was zu twittern dazu. Was dabei rauskam, war vorrangig irgendwie ich, Punkt, Punkt, Punkt. Butterkäfer. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann, das ist alles irgendwie ziemlich, ziemlich krass. Ja, bei mir genauso. Also ich habe auch versucht, was zu twittern und da einfach nur so geschrieben, Köln, langsam sage ich dir noch Wiedersehen, weil mir einfach nichts eingefallen ist. Und ich wollte auch nicht so cheesy sein, weißt du? Nee, ja, das bin ich ja immer, ne? Ich bin ja immer so furchtbar cheesy, dass Leute schon gar nicht erst mehr aushalten können. Und wenn ihr dann kommt und ihr freut euch so, mich zu sehen oder, keine Ahnung, da waren gestern zwei Mädchen, die haben sich so erschrocken, als ich mich umgedreht habe, weil sie das nicht gedacht hatten, dass ich das bin. Und ich habe im ersten Moment gedacht, oh Scheiße, was habe ich im Gesicht? Was ist denn mit denen? Das ist dann schon irgendwie sehr, weiß ich auch nicht. Das muss man erstmal in die Birne kriegen, dass Leute irgendwie so auf einen reagieren, obwohl man ganz normal, ich sehe genau wie jeder andere morgens scheiße aus, wenn ich aufstehe. Das denke ich auch immer. Und wenn ich dann, wie du gerade gesagt hast, Leute kommen auf einen zu und fragen so, ja, kann ich ein Foto mit dir machen? Und ich so, ich bin du, ich bin eigentlich genau du, nur... Kannst du ein Foto mit mir machen? Genau. So sieht es nämlich aus. Krass irgendwie, aber sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen und mal zu sehen, wie ihr so ausseht. Und ich fand es total geil, dass wir auch ein bisschen Zeit hatten zu schnacken. Und nicht nur, hallo, Foto, tschüss. Sondern wirklich mal so gucken, was seid ihr so für Leute? Und wie lacht ihr? Und wie tanzt ihr? Wer das sehen will, wie unsere Zuschauer tanzen, der kann gerne mal auf meinem Blogstein vorbeigucken am Dienstag. So, dann habe ich jetzt natürlich nichts Großartiges vorbereitet, aber mir hat, ich weiß gar nicht, vor 3 Wochen ein Mädchen geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt, aber du wirst dich wiedererkennen, glaube ich, wenn ich jetzt erzähle, worum es geht. Also hi an dich. Sie hat mir geschrieben, dass sie magersüchtig war oder ist und hat mir so ein bisschen beschrieben, wie das so alles war und hat mich darum gebeten, mal was dazu zu sagen und hat aber dann auch so einen Satz gesagt wie, und dann sehe ich all diese wunderschönen YouTuber und ja, und fühle mich einfach klein und hässlich und doof. Und ich habe schon öfter mal Nachrichten von euch bekommen, gerade von Leuten, die so Essstörungen haben. Und vielleicht mache ich dazu auch nochmal irgendwann ein Video, aber es fällt mir sehr schwer, weil ich die Erfahrung in der Form nicht so gemacht habe und ich nichts Falsches sagen will. Also ich finde dieses Thema super sensibel und ich finde es furchtbar, wenn Leute dann Videos dazu drehen und sagen, ihr müsst einfach aufhören damit und ihr müsst dann einfach essen. Wenn man so eine Essstörung hat, dann kann man nicht einfach das essen. Das ist genau das, was ich auch immer finde. Immer dieses, hör einfach auf, sei einfach glücklich, mach jetzt einfach so. Gerade bei einer Essstörung, die mit der Psyche so eng zusammenhängt, hilft es nicht, wenn man von außen sagt, du musst einfach nur. Da muss ein Profi ran, der einem hilft, wieder neue kleine Rituale zu finden. Wie kann ich es schaffen, wieder zu essen? Wie kann Essen wieder für mich normal werden? Und das kann ich nicht. Da komme ich einfach auch an eine Grenze. Das ist halt für mich auch wahnsinnig schwierig. Aber was mich an der Mail so geschockt hat, war der Satz mit den YouTubern. Ich glaube, ganz viele, die YouTube-Videos gucken, vergessen, dass wir YouTuber natürlich nur dann die Kamera anmachen, wenn wir halbwegs gut aussehen. Wir stellen Lichter auf, damit wir gut aussehen. Wir warten teilweise auf die richtige Tageszeit, wenn wir keine guten Lichter haben, damit wir gut aussehen. Wir können Filter über die Videos legen. Wir schneiden Sachen raus, indem wir uns scheiße fühlen. Wir können retuschieren. Ihr habt keine Ahnung, was man alles machen kann. Das kann man wirklich nur verstehen, wenn man diese Videoprogramme mal vor sich hat und sieht, was alles möglich ist. Also Leute, bitte, 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 wir sind ganz normale Menschen. Mein Pony sitzt auch manchmal so oder wie gestern Abend in dem Vlog, ich muss da auch irgendwie, das geht gar nicht. Und es ist schon so, dass ich auch ganz oft darüber nachgedacht habe, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich diese Filter? Warum filme ich mich so in diesen perfekteren Situationen, wo ich gut aussehe? Und das ist mit Sicherheit nicht, um euch irgendwie ein schlechtes Gefühl zu machen. Und der Fakt, dass es euch ein schlechtes Gefühl macht, macht mir eher so das Gefühl, okay, vielleicht sollte ich mich tatsächlich mal irgendwie ungeschminkt vor die Kamera setzen. Aber verdammte Axt, ich bin wahrscheinlich eitel wie jeder andere Mensch auch. Und wenn ich weiß, ich stelle es ins Internet und ganz viele Leute gucken sich das an,
dann möchte ich ungern wie der letzte Hunk aussehen. Und das kollidiert so ein bisschen mit dem, was man aussagen will. Denn natürlich bin ich ein normaler Mensch und bin auch mal ungeschminkt oder hab mal ein bisschen mehr auf den Rippen, weil ich einfach keinen Sport gemacht habe. Oder Pickel. Das ist bei mir nämlich ganz oft so, dass Leute schreiben, oh, deine Pickel sind richtig, richtig weggegangen. Und ich so, das ist Licht. Das kann aber auch, genau, es liegt am Licht. Ja. Es liegt einfach am Licht. Und deswegen hatte ich auch mal ein Video gedreht, wo ich halt einfach im Tageslicht versucht habe, das zu drehen, zu zeigen, hey, ich habe immer noch unreine Haut. Und viele haben unreine Haut. Und das ist nicht schlimm, weil jeder hat das. Und nur weil ich jetzt in der Kamera sitze, bin ich nicht irgendwie, habe ich nicht ein aufregendes Leben zwingend. Beispielsweise auch ganz oft, dass Leute schreiben, wow, ihr habt alle so ein aufregendes Leben. Aber ich glaube, jeder von uns sitzt einfach abends zu Hause auf seiner Couch, in seinen Gammelklamotten, guckt irgendwelche Serien und fühlt sich frisst Sachen in sich rein. Das ist bei uns genauso, glaube ich. Wir filmen nur einfach die Sachen, die ein kleines bisschen besonderer sind. Wir filmen, wenn wir irgendwie unterwegs sind und was Cooles passiert, weil das das ist, was wir euch zeigen wollen, weil das einfach ein bisschen mehr Entertainment hat. Und obwohl, ich habe gestern nämlich auch mit Lucy und Mona darüber unterhalten, die meinten, sie können besser zu Hause vloggen, weil sie mehr ihre Ruhe haben, aber da es eben nichts Aufregendes. Also das sind dann die Katzen und für mich sind Katzen immer aufregend, deswegen gucke ich auch diese Vlogs total gerne, aber mehr ist dann auch nicht. Man erzählt so ein bisschen, was man gemacht hat und ganz viele Leute interessiert es und viele Leute aber auch nicht. Deswegen tendieren die YouTuber auch dazu, immer mal wieder eher die besonderen Sachen zu filmen. Aber genauso viele besondere Sachen habt ihr auch in eurem Leben und vielleicht sieht man das selber nicht. Vielleicht sieht man einfach genauso, wie wir gestern uns gegenseitig Komplimente gemacht haben und irgendwie, wow, dein Kleid ist schön oder wow, deine Nase ist total perfekt oder wow, ich mag deine Haare. Nicht einer konnte es annehmen gestern. Nicht einer, dem ich ein Kompliment gemacht habe, konnte sagen, oh, danke schön. Es waren, alle waren irgendwie so, ja, die Kette ist schon ganz alt oder ja, findest du, ich finde meine Haare voll schlimm oder was, meine Nase, es, bist du es, wahnsinnig? Es ist immer so. Man versucht es immer irgendwie alles rumzudrehen, weil man es selbst nicht einfach wahrhaben will. Ich kann das schon verstehen, dass die Leute, die einfach vielleicht Schwierigkeiten im Leben haben, die einen schlechten Start hatten, die Probleme mit ihren Eltern hatten, die eben einfach mit psychischen Erkrankungen zu tun haben oder in einem Alter sind, wo man sehr jung ist und sich einfach selber nicht so super findet. Ich glaube, wenn man in so einer Situation steckt und einfach nicht glücklich in seinem Leben ist, ist es so leicht zu sagen, alle anderen haben ein perfektes Leben, weil das, was ich sehe, ist perfekt, aber das ist ein Bruchteil, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich jetzt schon da gesessen habe und geheult habe, weil ich Angst und Panik habe, dass ich dieses Buch nicht zustande kriege und weil ich Angst habe, dass ich einfach die ganze Zeit schreibe und ihr es nachher lest und denkt, was zum Henker soll das? Das bringt mir gar nichts. Bitte, bitte denkt nicht, dass wir YouTuber, ich spreche jetzt von allen YouTubern, denn ich kann's. Wir sind zwei. Wir sind stellvertretend für alle YouTuber. Nein, aber ich glaube wirklich, für den Großteil der YouTuber stimmt das auch. Wir sind alle völlig normale Menschen. Wir sind nicht besonders. Wir sind einfach YouTuber, weil wir da Bock drauf haben. Wir drehen Videos, weil es uns Spaß macht. Und wir laden die im Internet hoch. Und mehr nicht. Und genau, ganz ehrlich, jeder einzelne von euch kann das auch. Und das macht euch, also müsst doch einem auch klar machen, dass es euch dann genauso besonders macht wie uns. Was nämlich auch Lucy meinte, was ich auch richtig gut fand, war, als wir darüber gesprochen hatten, dass auf Instagram richtig viele Leute so richtig, richtig coole Bilder haben. Und dann sie gemeint hätte, aber ihr müsst immer bedenken, die Bilder auf Instagram und vor allem die Bilder auf Instagram sind ausgesucht. Das sind nicht irgendwelche Bilder, die irgendwer anders hochlädt, die laden wir hoch. Und wir gucken, wir haben 30.000 Selfies gemacht, gucken dann erstmal durch, nicht so cool und dann, das ist scheiße, genau, und dann erstmal richtig viele Filter drauf machen, weil es uns einfach, und ich glaube, aber das fällt auch wieder in die Kategorie, warum machen wir das? Warum laden wir nichts Unperfekteres hoch? Weil wir wahrscheinlich wirklich sehr eitel sind. Also, und ich glaube auch bei mir ist es so, ich stehe einfach drauf, dass es, wenn es alles ganz ästhetisch ist. Also ich will auch einfach, dass es schön irgendwie aussieht, weil ich dann zufrieden bin damit. Weil man sich sowas wahrscheinlich auch lieber anguckt. Also ich gucke mir solche ästhetischen Bilder auch lieber an, obwohl es gibt diese völlig überphotoshoppten Selfies, wo man sieht, da ist nichts mehr echt, gar nicht. Das finde ich auch nicht mehr ästhetisch. Das finde ich, find ich einfach. Weil das ist ja auch eigentlich gar nicht richtig ästhetisch, was eben unecht ist. Ja. Es ist einfach nur, ich hebe meine Wangenknochen hoch, damit sie on fleek sind. Ja. Nee, sowas mache ich auch nicht. Aber wenn ich irgendwie merke, okay, da sitzt mein Concealer scheiße, dann lege ich da einen Filter drüber, wo es weniger kacke aussieht. Aber auch einfach, weil ich das dann irgendwie angenehmer finde. Und wenn man schnelle Möglichkeit hat. Ich weiß es nicht. Weißt du, die Filter sind einfach unten drunter, das tut nicht weh. Es ist einfach, wie als würde man gerade was schreiben. Es ist nicht so, dass man einen großen Aufwand hat. Ja. Und ich glaube, deswegen machen es auch einfach viele, was es richtig schnell geht. Und man sieht einfach diesen enormen Unterschied und fragt sich dann, wenn ich jetzt keinen Filter drüber lege, sieht es blöd aus. Wenn ich einen drüber lege, was nur ein Klick ist, sieht super aus. Dann, ach komm, machst du jetzt einfach und lädst hoch. Also mich würde echt mal interessieren, was ihr zu der Sache sagt, weil ich mich da echt, ehrlich gesagt, nicht entscheiden kann. Weil ich einerseits aus meiner Sicht verstehe, warum ich es mache, aber gleichzeitig will ich das gar nicht so rausschreien in die Welt, guck mal, wie perfekt ich bin, weil ich bin überhaupt nicht perfekt und ich versuche das dann drin zu lassen, dieses Unperfekte, indem ich irgendwelche Versprecher mal reinschneide oder irgendwelchen Scheiß, den ich erzähle, um euch immer wieder vor Augen zu finden, ich bin nicht perfekt in der ganzen Sache. Findet ihr das gut? Guckt ihr euch auch lieber ästhetische Bilder an
Oder seid ihr auch so, dass ihr im Hinterkopf ganz leise die Stimmchen habt, ja, und ich sehe nicht so aus? Warum habe ich nicht so ein Sixpack? Aber ja, warum bin ich nicht so schlank? Warum habe ich nicht dieses rosa geile Bettwäschending, wo ich meine fancy Haferflockenschale drauf tue mit Erdbeeren drin? Warum esse ich ein Käsebrot und tunke das in Kaffee ein? Warum bin ich nicht so fancy? Ja, das ist schon, dass man sich dann doch ein bisschen vergleicht. Aber es ist, glaube ich, wenn man ein bisschen älter ist, leichter zu differenzieren. Und wenn man jünger ist, denkt man ganz schnell, das ist die Norm, das ist das Normale. So muss man aussehen, damit man normal ist. Und wenn man das nicht ist, dann ist man nicht gut. Mhm. Ja. Dieser Kaffeeklatsch ist irgendwie sehr, sehr konfus, aber... Aber es ist vielleicht sogar gut, wenn er konfus ist, weißt du? Ja, vielleicht, weil das Thema genau, auch konfus eben, genau, ist. Weil dann merkt man auch, dass wir uns auch nicht darüber sicher sind. Ich meine, wir haben keine Antwort, vielleicht habt ihr auch keine Antwort. Was ist die Antwort oder gibt es überhaupt eine? Ich muss mir da echt mal Gedanken drüber machen, weil ich... Diese E-Mail, ich habe echt, wenn du das jetzt hier siehst, ne, es ist nicht böse gemeint, aber ich habe wirklich darüber geweint, weil ich mich so erschrocken habe, weil mir bis dato nicht so bewusst war, was das auslösen kann, was wir hier so treiben. Und dass man das natürlich für sich selbst macht, aber dass das auch bei anderen Leuten dann wirklich ein schlechtes Gefühl auslöst. Und das ist überhaupt nicht, was ich will. Mit allem, was ich tue, mit jedem Foto oder jedem Video, was ich online stelle, versuche ich, gute Laune zu machen. Ja, bei mir ist es zumindest immer so. Ich habe mir angewöhnt, ganz oft Videos einfach zu drehen, wo ich halt nicht gestylt bin, sonst irgendwie aussehe. Ich setze mich dann einfach auf mein Bett drauf und meine Haare fliegen auch durch mein Gesicht. Ich habe vielleicht derzeit einen riesigen Pickel oder sowas, aber ich werde auch immer zeigen, ich bin jetzt 17 Jahre alt, ich werde in einem Monat 18 und ich bin nicht besonders. Ich bin einfach der Junge von nebenan, der bei jedem in der Klasse rumsitzt und ich bin auch nicht überall... Bei jedem? Bei wie vielen Klassen bist du? Die Formulierung ist geil. Der bei jedem in der Klasse rumsitzt. Bei jedem. Mich gibt's in jeder Klasse. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ich bin ganz normaler Junge und ich bin jetzt nicht irgendwie, habe auch keine fancy Talente oder sowas beispielsweise. Oh, danke. Ich glaube, jeder hat Talente. Ja, das auf jeden Fall, aber... Wir sollten uns auch nicht zu sehr runterschrauben. Wir haben schon Talente, aber... Wir können Videos drehen, schneiden. Ja. Und aber du kannst schauspielern, ich kann ein bisschen singen. Danke. Es ist so, weißt du, also klar. Man muss sie halt, manchmal sieht man sich als Talent an. Weil ganz oft denkt man halt so, wow, diese Stars, sie können unglaublich gut singen und schauspielern, sie können modeln, sie sehen so gut aus. Aber ich glaube auch ganz oft, man ist auch, wie bei uns, wir sind dann halt auch total müde und sie haben auch ihre Momente, wo alle da sitzen und einfach sich dann ganz normal verhalten. Mir ist zum Beispiel auch schon mal aufgefallen, also ich schreibe mir jetzt auf meine eigene Kappe, aber eigentlich hat es mein Schatzepuckel zu mir gesagt, man selber schnallt meistens nicht, was die eigenen Talente sind, weil man das, was man gut kann, als das ansieht, was jeder gut kann. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz spät erst gerafft, dass ich eine soziale Kompetenz habe. Weil ich dachte, jeder hat das. Jeder kann mit Leuten umgehen. Es ist nicht schwer, Leute anzusprechen. Also es ist für niemanden schwer, Leute anzusprechen. Aber das ist was ich gut kann und was vielleicht andere Leute nicht so können, die dann aber vielleicht wieder total mathebegabt sind oder hochintelligent sind. Ich bin nicht hochintelligent. Ich bin auch nicht dumm, aber ich bin nicht hochintelligent. Ich habe nicht so viel gelesen wie andere Leute vielleicht. Und ich kann mich nicht melden und sagen, um Nietzsche zu zitieren. Aber ich habe dafür andere Talente und die sieht man selber sehr schwer, weil das die Sachen sind, die einem wahnsinnig leicht fallen. Das sollte man im Hinterkopf haben. Das stimmt auf jeden Fall. Das höre ich auch gerade auf, dass das für einen total normal wird. Ja. Und man dann bei anderen nämlich genau das sieht, was man selbst nicht kann, aber die anderen sehen dann auch bei einem die Sachen, die sie nicht können. Ja. Und dann merken vielleicht beide, oh, der andere hat ein richtig großes Talent, aber selbst denken alle, oh, ich kann gar nichts. Und wenn man dann drüber spricht, merkt man auf einmal, oh, voll cool. Ich kann doch eigentlich was nicht alle können und bin eigentlich in dem Sinne irgendwie besonders, weil jeder irgendwie besonders ist, weil jeder irgendein Talent hat. Jeder ist besonders, jeder hat irgendwas, was er gut kann. Und wenn jetzt jemand vor dem Rechner sitzt und sagt, ich bin der oder die Einzige, die kein Talent hat, das stimmt nicht. Dann habt ihr es nur noch nicht gefunden. Ich habe ganz lange gedacht, ich habe nichts, was ich gut kann, was ich besonders kann, was mich irgendwie abhebt, aber das stimmte nicht. Ich musste es nur erstmal rauskriegen. Und vielleicht braucht ihr jemanden, der es euch von außen sagt, vielleicht findet ihr es selber, aber definitiv hat jeder etwas, was er besser kann als andere. Auf jeden Fall. So sieht es nämlich aus. Ich weiß nicht, ob dieser Kaffeeklatsch in irgendeiner Form einen Faden hatte. Keine Ahnung. Ich wollte euch nur nicht mit gar nichts da hängen lassen. Und wir haben sowieso gerade so wahnsinnig über das Leben philosophiert. Also hoffe ich, es hat euch vielleicht ein bisschen gefallen. Okay, ihr Lieben. Wenn ihr beim Video Day wart, schickt mir noch Fotos. Verlinkt mich drauf. Ich freue mich tierisch über unsere Fotos. Ich fand es so schön, euch zu sehen. Und für alle, die nicht da waren, nicht traurig sein. Wir haben definitiv nochmal die Chance, uns zu sehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag mit einem ganz normalen Video, wo ich auch mit drin bin. Und guck mal bei Jerry vorbei. Und ansonsten habt einen wunderschönen Sonntag. Bis ganz bald. Kommt gut in die Woche. Passt auf mich auf. Tschüss.